Bei diesem kleinen Vlog möchte ich dir die Möglichkeit geben, die vielleicht atemberaubendste und pulsierendste Stadt der Erde kennenzulernen. Eine unglaubliche Skyline zwischen den Bergen und dem Meer, krasse Vibes und unendlich gute Foodspots. Komm mit und erkunde mit mir und meinem Kumpel Rafa Hongkong. Here we go. Es geht mal wieder auf Reisen, Leute. Here we go. Erstmal schön nach Paris. Zwischenstopp, da treffe ich den Raffaele. Und dann geht's nach Hongkong, Leute. Und wenn wir in Hongkong sind, werden wir einiges erleben. Und dann geht's aber auch noch nach Peking. Das wird eine geile Reise, glaube ich. Kurzes Fazit zu diesem Flughafen Charles de Gaulle, Terminal 2. Ab 21.30 Uhr kein Essen mehr. Das heißt, ich faste ja und esse spät abends, habe noch nichts bekommen und werde auch wohl nichts mehr kriegen. Das heißt, 2 Tage Fasten wahrscheinlich. Es gibt noch eine Kleinigkeit, ein Häppchen im Flieger, aber das Defizit, das wird gewaltig sein. So, ich laufe schon zum Gate und da wird es auch nichts mehr geben. Hier ist scheinbar die Rettung, ey. Hier gibt es noch ein paar Sandwiches. Ich glaube, so, auch wenn es räudig ist, so ein Chicken Sandwich nehmen wir mit und so ein bisschen Reis mit Hummus. Das kann mir den Arsch ein bisschen retten, so. Besser als nichts auf jeden Fall. Na, du Hund? Was geht ab, Mann? Alles gut? Ja. Warst du schon in der Lounge fressen, Rafa? Ich hab mir, da gab's nur noch Kuchen, Alter. Ich sag, ey, ja. Aber ich hab schon was mitgebracht. Aber ich hab auch. Hier. Oh, geil. Danke. Ja, dann mal ab die Post. Ja, Rafa ist schon im Flieger. Er gönnt sich schön Business Class. Ich bin da zu geizig. Ich flieg mit den billigen Plätzen Economy. Weil ich auch da eigentlich nie sonst esse. Heute Nacht hätte sich das gelohnt für einen besseren Schlafplatz. Aber Melatonin am Start. Da habe ich Geld gespart. So, doch ganz schön eng hier, Leute. Ich habe mir gerade für 38 Euro Internet gegönnt für den gesamten Flug. Lädt gerade. Halbwegs ein bisschen Unterhaltung, kann ein bisschen arbeiten. So, sind schon, glaube ich, jetzt 13 Stunden Flug. Wir gehen aber irgendwie rum. Aber Beinfreier, naja. So, wir sind emigriert, das ging hier richtig einfach, Leute. Wir fahren auf dem schnellsten Weg mit dem Zug, mit dem, wie heißt der hier, Airport Express. 10 Hongkong-Dollar in etwa 1 Euro, also 8,50 Euro in etwa ungefähr. Und dann fahren wir so 40 Minuten wahrscheinlich, dann sind wir da, ne? Da brauchen wir erstmal einen Energy Drink, glaube ich. Schlafzeit 3 Stunden maximal. Also er hat ja wahrscheinlich wie ein Gott geschlafen in seiner Business Class. Ich habe wieder letzte Dreck eingequetscht. Gepennt habe ich eigentlich. Jeder bekommt das, was er verdient. Ja, ich habe auch gedacht. The weight of the world on your shoulders. Always ending up the same. Oh, willkommen in Hongkong, Leute. Geil, oder, Rafa? Ja. Geil. Überall die Fressbuden. Wir werden fett dran. Geil. Ach, geile Atmosphäre. Geile Vibes hier. So ein Mix irgendwie aus Tokio und Bangkok irgendwie so. War ja noch nie hier. Ich freue mich auf die Zeit. Dash Living Hollywood. Ganz kleines Hotel. Wenn es euch interessiert, habt ihr jetzt für eine Nacht, glaube ich, 160 Euro bezahlt. Nicht ganz günstig, aber ist ein bisschen teurer als in Hongkong. Ja, also kleines Bad am Start. Und ja, ich habe die Hinreise mit einer neuen Actioncam gefilmt. Ich dachte, das ist für unterwegs ein bisschen Pocket kleiner. Hier ist es irgendwie die größere. Ich hoffe, die Quali ist nicht ganz scheiße, aber da werden ein paar mehr Aufnahmen kommen, weil das einfach praktischer ist mit so einer kleinen Kamera zwischendurch. Ne? Er hat das von einem Jahr gebucht. Wollte eigentlich dann Bali machen, wieder so ganz alleine reisen. Ich bin spontan dazu, deswegen erstmal ein anderes Hotel, weil ich seins nicht mehr bekommen habe, weil meine Freundin im Oktober 3 Wochen einfach Mallorca gemacht hat für so eine Yoga-Ausbildung. Da dachte ich, komm, wenn du weg bist, kann ich das auch. Und bevor ich dann alleine irgendwie wieder nach Miami oder so geflogen bin, dachte ich, Hongkong, Rafa, ich komme auch dazu, lass Sightseeing machen. Er hat seine Pläne ein bisschen umgeworfen. Von Bali sind wir jetzt auf Peking, chinesische Mauer, verbotene Stadt, ein bisschen hier Hongkong und so. Und dann nehmen wir euch ein bisschen mit, zeigen euch das Ganze. Dann setze ich ein paar Stunden in den Flieger und ist in einer komplett anderen Welt. Robert ist auch am Start, der Bruder von Rafa, auch eine richtige Maschine. Versuchen wir halt leckeres zu essen. Ah, das ist doch geil. Das erinnert mich so ein bisschen an Chinatown in New York, diese ganzen Tiere, die da hängen, so eine Ente, Barbecue, Chicken. Das wird unsere erste Anlaufstelle hier. Was auch wieder sehr fortschrittlich, ähnlich wie in Japan ist. Hier wird alles mit App bestellt, hier gibt es keine Karten mehr. Man kann dann hier gleich bezahlen, Leute. Ja.
Ey, die wundern sich schon, dass so viel hier kommt, ne? Die Klimaanlage kickt rein hier, ne? Die friert sich den Arsch ab, so kalt die Klimaanlage. Guck mal, das ist Tteokbokki, das ist so koreanisches Reiskuchengericht quasi, ganz geil, schön gewürzt. Garlic Chicken einfach, die haben flüssige Butter drüber gemacht, die übertreiben hier. Und dann Kimbap, das ist Kimbap, ist so quasi koreanisches Sushi so ein bisschen. Sag mal, wir werden hier richtig fett, hab das Gefühl. Es geht am ersten Tag schon richtig ekelhaft los, aber geil. Boah. Naja, das kennt man. Geil. Das Gebäude lässt sich ganz einfach mit der Ente erreichen. Papa, was sagst du? Hongkong, erster Eindruck? Schon cool. Cool, ne? Eine sehr moderne Stadt. Ja. Aber trotzdem irgendwie, also so ein bisschen Leben. Also es ist so ein bisschen, es findet auch viel auf der Straße halt statt. So, ne? Fangen wir wieder an, wie in Tokio. Mit den ganzen Kuchen. Oh, hier geil. Hokkaido Milk Tiramisu. Gott, ey. Mit so mehreren Schichten, ey. Ey, wir werden safe fett hier. Gerade das Essen jetzt hier. Aber diese Läden Don Donki, oder das heißt Don Quixote in Japan, da kriegst du jeden Scheiß hier. Echt geil. Also jeden Scheiß, aber ja, muss man durch. Nächster Tag, heute machen wir aber so richtig die Stadt unsicher. Als erstes wollen wir auf den Victoria Peak, das ist so eine Anhebung, so ein Hügel, wo man wohl auf die ganze Stadt runtergucken kann. Und guck mal hier, das ist meine Sicht aus dem Hotelzimmer. Hier, alles so Wohnhochhäuser, sieht schon ganz geil aus. Ich feiere das, da unten sind ein paar Palmen auf jeden Fall am Start und dann geht's da zack hoch. Rafa, guck mal, der ist da neben dir. So, auf geht's. Das ist so ein Hügel, da kann man über die ganze Stadt gucken. Da wollen wir jetzt hin und da fahren wir dann... Fahren mit dem Bus hoch. Lass mal Schritte sammeln. Rafa. Wir fahren mit dem Bus hoch, weil das ist so ein kleiner Geheimtipp, hat Robert uns gesagt. Weil eigentlich gibt's da so eine Gondelbahn, so eine Zugbahn hoch, die ist sehr, sehr bekannt, aber da stehen halt haufenweise Leute an. Und wir fahren mit dem Bus hoch und fahren dann mit der Gondel wieder runter. Ausgetrickst. Ja, und dann gibt es hier immer so Ecken, wo man stehen bleibt. Daneben der Kontrast der Hochhäuser. Das ist ganz geil an Hongkong und der Unterschied für mich so ein bisschen zu Tokio. Tokio ist alles so clean, alles sauber. Hier gibt es halt auch viel so Streetfood und so, was zum Beispiel in Japan nicht gibt. Also so, ich sag immer, gefühlt so ein bisschen so ein Mix aus Tokio und Bangkok. So ein bisschen so eine Japan- und Thailand-Mischung. First things first. Das Beste an Asien und Amerika, Rafa? Ist das hier. Ich wollte gerade sagen, das hier. Das ist der Laden, der in Deutschland fehlt, Rafa, oder? Ja. Immer wieder. Man kriegt einfach alles. Ist einfach der Shit, da kriegst du einfach alles. Das ist einfach Leben. Lieb's. Ja. So, hier sind wir jetzt am Pier unten und da müsst ihr den 15er nehmen. Und da steht schon dran. Peak. Sind wir oben angekommen, Victoria Peak. 40 Minuten im Bus in etwa hoch. Ja. Hier fährt noch so ein Cable Car, da fahren wir dann gleich wieder mit runter. Ist auch ein bisschen teurer. Aber wie gesagt, wir laufen hier mal rum und gucken mal, was hier noch gibt. Aber ich muss sagen, das sieht schon aus wie so ein Windows-Hintergrund. Wenn man hier steht, kann man das gar nicht fassen. Es sieht einfach unglaublich aus. Also die Aussicht ist richtig geil. Ja, schon natürlich ein bisschen voller hier, ne? Aber berechtigt bei der Aussicht. Robert, gefällt es dir hier? Ja? Sehr schöne Aussicht. Ist geil, ne? Rafa ist auch schon richtig begeistert. Ja. Das ist geil, Alter. Wow. Vor allem grüne hier, was mal gebaut wird. Ist, glaube ich, soweit ich weiß, tatsächlich die höchste Hochhausdichte, sogar noch vor Dubai und New York. Ne? Echt jetzt? Ja, tatsächlich. Also du hast natürlich auch viel diese Wohnhochhäuser, ne? Was du in anderen Ländern hast, ja mehr so diese Banken und so weiter. Ne? Ich finde es halt krass, dass diese Häuser halt auf diesem Berg teilweise gebaut sind, weißt du? Das gibt denen wirklich so eine, ja, wie soll man das sagen, es ist ein ganz anderes Feeling, als wenn die auf einer Ebene sind, so wie New York. Mit der Natur dann hier, mit den Hügeln und dann diesen Palmen, das hat irgendwie so ein bisschen, hat schon einen anderen Flair auf jeden Fall, also wirklich sehr beeindruckend hier. Was man jetzt hier noch machen kann, ist diesen bekannten Circle Walk gehen, ein paar Schritte sammeln und dann kann man hier von jeder Stelle nochmal auf die Stadt gucken und da unten ist unser Hotel. Sieht man. Das können wir euch nur ans Herzen legen, kommt man nach Hongkong. Ja, geil. Überall auch hier so Schmetterlinge, Libellen. Also direkt auch hier diese Natur, ein Traum. Also Hongkong hat 9000 Gebäude über 100 Meter. Und ich glaube, Berlin hat 3 oder 4. Das ist schon sehr beeindruckend. Vor allem, wie eng das gebaut ist, weil die haben ja keinen Platz. Die müssen ja in die Höhe. Absolut empfehlenswert. Du hast auf der einen Seite das Urbane, die Riesenstadt. Dann läufst du ein paar Meter und hast das Gefühl, du bist irgendwo im Dschungel oder in so einem Tropenhaus im Dortmunder Zoo. Wir fahren jetzt wieder mit dem Cable Car runter. Dieser Walk hat sich auf jeden Fall gelohnt.
ganz lustig, die Chinesen, die haben alle Angst vor der Sonne, ne? Die sind hier alle super geschützt und wir sind eigentlich so dumm und knallen uns die Sonne direkt in die Fresse. So. 7 Euro in etwa, Cable Car. Ja, wir fahren jetzt runter, aber eine deutlich geilere Sicht natürlich schon als mit dem Bus und geht natürlich viel schneller, ne? Ich habe meine Sonnenbrille vergessen. Hier ist ganz schön warm, Leute. So tropisches Wetter. Machen wir mal so ein dickes T-Shirt an. Verlängerter Sommer, das willst du mehr. Das auch, was ich versuchen will gerade. Folgendes, guckt mal, Leute. Diese Buildings, kennt ihr die von Fotos? Geil, oder? Zieht euch das mal rein. Da sind wir jetzt nochmal extra hin. Aus wie so eine Utopie, ne Rafa? Zurück ins Hotel und ich liebe das hier durch diese Gassen zu strollen und so ein bisschen einen Blick zu kriegen in das Leben der Menschen hier. Wie sieht es denn aus mit Training? Ganz ehrlich, einfach mal ein paar Tage drauf scheißen. Wir werden auch hier dann in Peking bald Gym haben, aber am Ende kann man einfach so viel mehr die Zeit kosten für Sightseeing, wo man dann viel mehr von hat und sich am Ende daran erinnern kann. Es hat irgendwie 3-4 Gym-Sessions innerhalb von 2 Wochen, gar kein Thema, da verliert man keine Muskeln, also da mache ich mir keine Sorgen mehr. Danach wird wieder voll angegriffen, dementsprechend auch da mal ein bisschen abschalten, die Zeit mehr nutzen für die Dinge, die ich jetzt hier gerade mache. Bevor es gleich Essen gibt, fahren wir nochmal mit der U-Bahn rüber auf die andere Uferhälfte, denn da kann man eine Lightshow sehen. Die ganze Skyline wird dann beleuchtet, das zeigen wir euch gleich. Eine wichtige Sache, wenn ihr von A nach B kommen wollt, die öffentliche U-Bahn, Bus und so weiter, da gibt es eine App, die Octopus-App, die dient nicht nur als quasi App zum Öffner in alle U-Bahn-Stationen, wo ihr dann so quasi an den Scanner reingeht, zeige ich euch gleich, sondern ist quasi auch eine Kreditkarte. Ihr könnt Google Pay, Apple Pay hinterlegen und könnt dann einfach zack, mit der Apple Watch oder mit dem Handy wirklich alles bezahlen. Also ihr braucht nur dieses eine Ding und alles funktioniert. Das ist halt Fortschritt, Leute. Das ist das, was in Deutschland nie sein wird. Das wird in 50 Jahren in Deutschland noch nicht sein. Hier geht alles mit einer App. Das ist richtig genial. So, und jetzt musst du dir mal überlegen, du kannst in Deutschland nicht mal mit dem Handy oder mit der Apple Watch oder sonst irgendwie was einen scheiß Parkticket bezahlen. Einfach krank, so, ne? Einfach so, ja, einfach dran halten, es funktioniert nicht. Nicht mal mit einer Kreditkarte. Und wenn wir die U-Bahn hier oder auch in Japan oder sonst wo mal mit der in Berlin vergleichen, ich glaube, die aus Hongkong, wenn die nach Berlin kommen würden, die würden freiwillig aufs Gleis springen, weil es da möglich ist. Hier geht das ja gar nicht, ne? Also solche Storys, dass jemand aufs Gleis geschubst wird und so eine Scheiße. Also das ist schon sehr rückschrittlich, wenn man dann immer mal wieder hier ist, was in Deutschland abgeht. Aber das ist gar kein Meckern, das ist einfach nur eine Feststellung, ne? Und dementsprechend ladet euch die App, wenn ihr nach Hongkong kommt, Octopus, dann könnt ihr wirklich alles machen und dann genial, mega einfach, eine App, ihr könnt quasi, ihr braucht nur noch die Apple Watch, könnt ihr überall bezahlen oder eine andere Smartwatch, richtig geile Sache. So, jetzt freue ich mich auf die Lightshow gleich und die Hochhäuser, die liebe ich sowieso hier. Schaut mal hier, einfach Octopus App auswählen, zack und schon durch. Easy, musste kein Ticket mehr kaufen, das war's, ne? Einfach kein Ticket und einfach dranhalten, bam, U-Bahn. Sind super sauber und die haben alle diese Sicherheitswände. Das heißt ja in Japan eigentlich überall. In Thailand hast du das, in Bangkok auch. Und da kann nichts passieren. Es kommt kein Penner rein, ja? keine Verschmutzung. Es gibt keine Schwarzfahrer, weil die kommen gar nicht rein. Sehr viel Sinn alles hier auch in Asien teilweise. Ne? So sieht das aus. Wenn man die Glaswand davor, da kann keiner irgendwie Blödsinn machen, auf die Gleise gehen. Wirklich kein Schmutz, auch in der Stadt übrigens. Komplett sauber die Stadt. Funktioniert. Ne? Kommt pünktlich alle paar Minuten. Wie es eigentlich sein sollte. Ja. Für die ist das nichts Besonderes. Für uns, es fällt uns nur auf, weil es bei uns nicht so gut aussieht. Das ist aber unterschiedlich zu Japan jetzt. Hier ist es laut. Ne? Die Leute reden wieder in der U-Bahn. Also ganz normal, die reden auch weniger mit den Masken. Also Japan ist ja schon viel steriler. Ne? Alles komplett ruhig, alle haben eine Maske im Gesicht. Wir sind jetzt in Kowloon auf der anderen Seite und hier findet gleich diese Lightshow statt. Das heißt, wir haben hier eine Menge Philips-Hue-Lampen sozusagen installiert und gleich gehen die ganzen Hochhäuser ordentlich ab. Guckt euch das gleich mal an. Und von hier unten, muss ich sagen, von der anderen Seite wirkt das natürlich noch alles viel krasser mit den Hochhäusern, gerade auch mit der Beleuchtung abends. Weil wenn man im Dschungel steckt, da sieht man den Dschungel
vor lauter Bäumen manchmal nicht mehr, aber von der anderen Seite ist das richtig krass. Aber was wolltest du jetzt gerade sagen, wo wir gerade mit der U-Bahn gefahren sind? Weil ja, also lief. Die deutsche Bahn wird immer schlechter, dafür erhöht sich halt die Ticketpreise. Muss ja irgendwie ergibt Sinn. Sinn ergeben, ne? Hier kommt irgendwo Musik raus. So, gehen wir mal essen und wir haben einfach gedacht, wir machen mal so einen chinesischen Laden an der Ecke. Auf jeden Fall ein ganz cooler Laden, wahrscheinlich wo die Touristen nicht hingehen würden. Aber es gibt sogar eine englische Karte. Preise sind hier mega günstig, 7 Euro für so eine Riesenschale. Du kannst einfach was ankreuzen und wir hoffen einfach, dass wir jetzt irgendwie kein Dinosaurierfleisch kriegen oder irgendwie Tiere, die wir sonst nicht essen würden. So, wir haben hier so eine Rindernudelsuppe mit Pansen. Pansen ist tatsächlich nicht ganz so meins, das werde ich weglassen müssen, das weiß ich nicht, aber den Rest werde ich auf jeden Fall probieren. Dann haben wir Meatballs, das ist so aus Reisteig und dann haben wir Dumplings. Das geht auf jeden Fall rein, auch wenn es ein bisschen was anderes mal ist. Ne? Ich dachte erst, es wäre Oktopus. Aber regt sich auf, weil unsere Zahlungsmethode gerade nicht geht. Das heißt, wenn wir Pech haben, können wir das Essen gleich nicht zahlen. Dann müssen wir eine Nacht in der Küche arbeiten. Manchmal ist die Technik auch kaputt und dann haben wir ein Problem. War okay, aber wie gesagt, guck mal, das ist Hansen und halt nur so Speckschoten. Bulgur mit Käse und nochmal so Steak. Wir sind in Donnerstag beim Koreaner gelandet, weil gerade das Fleisch mit diesem Pansen, das war nicht so die erhoffte Eiweißquelle, ne? Also da wissen wir beim Koreaner mehr, was wir kriegen auf jeden Fall. Auch nochmal ganz geil. Es geht rein und haben wir wenigstens ein bisschen Eiweiß getankt. Ist halt so, wir haben jetzt hier gar keine Supplements dabei. Training findet eigentlich auch so gut wie nicht statt. Der Herr hier eher kein Sport machen will, wollte ich gerade sagen. Wir haben keine Zeit. Gar keine Zeit. Machen wir dann Peking, da haben wir ein Gym. Deswegen einfach mal so ein bisschen locker lassen. Übrigens, tut auch ganz gut. Rafa, du bist ja auch so. Du trainierst ja jeden Tag die Woche eigentlich, ne? Wenn man einfach mal bewusster eine Woche eigentlich gar nichts oder weniger macht, ich glaube so die Gelenke in unserem Alter, die sagen auch mal ganz groß Dankeschön dann so, oder? Also die sagen auch so, oh, danke, mal eine Woche haust du nicht drauf wie beim 20-Jährigen. Wir denken ja im Kopf immer noch, wir sind 20. Ist aber nicht mehr so, ne? Käse, Mayo, Fleisch und Reis. Koreanisch ist gut. Nächster Tag, Hongkong. Ich wollte schon fast Tokio sagen, aber das war letztes Jahr. Wir fahren Richtung Flughafen und da wartet in der Nähe eine Gondel auf uns, mit der wir auf einen Berg fahren. Und dann sind wir beim Big Buddha. Eine Touristenattraktion komplett aus Bronze. Muss ich mal mitnehmen. Das zeigen wir euch gleich. Ey, seht ihr da oben die Seilbahn? Ganz da hinten, da geht's hoch. Und dann ist da hinten wahrscheinlich irgendwo der Buddha. 200, ungefähr 20 Euro umgerechnet eine Fahrt, ne? Es gibt auch Goldkabinen, wahrscheinlich gibt es noch irgendwelche, wo du dann auch Champagner saufen kannst. Also ganz schön Betrieb hier, Leute. Also die Chinesen, die feiern Sightseeing. Und da steht man dann schon mal ein bisschen an, wenn man mal angucken möchte hier, ne? So, hallo mal. Ja. Das ist geil, ne? Hier gibt es auch geile Strände, Rafa, ne? Also man könnte theoretisch auch eine halbe Stunde von Hongkong entfernt, hat man richtig so südchinesisches Meer, ne? Also richtig geile tropische Strände. Ach Gott, das ist aber nicht schön. Freust du dich auf den dicken Buddha, Rafa? Ja? Ich will einfach nur ankommen. Der dicke Rafa mit dem dicken Buddha, machen uns zusammen ein Foto gleich, oder? Geschafft, also diese Fahrt hier hin, die lohnt sich definitiv. Also das würde ich sofort machen. Man kann zwar, glaube ich, auch mit dem Bus von der anderen Seite dann hochlaufen, aber die Seilbahnfahrt, das ist das Highlight hier, definitiv. Und wie gesagt, Rafa, ne, ist ja nicht die beste Qualität hier in China, sagt man immer. Kann auch abschmieren, das Risikospirit ist auch mal ein gutes Gefühl. Und es gibt auch noch ein Kloster dahinter, ne, Rafa? Kann das sein, ja? Gehen wir da auch noch hin, ne? Das war schon cool, ne? Das würde ich auch sagen, ne? Also definitiv eine Empfehlung, diese Fahrt. Also nichts für Leute, die extreme Höhenangst haben, aber es ist... Also nichts für dich. Nein, ich vertraue halt Technik nicht so, ich vertraue meinen Füßen. Ey, was ganz geil ist, hier am Fuße des Buddhas, der ist da oben, ist so ein kleines Village. Hier gibt es 7-Eleven, hier kannst du Zero-Getränke suchten. Hier gibt es öffentlich Toiletten, die sind herausgeputzt. Du musst nicht irgendwie hier Sanifair Geld mit Drehkreuz bezahlen, ist alles trotzdem versifft. Also das ist schon alles sehr geil organisiert. Hier macht irgendwie so Sightseeing,
und irgendwie in der Öffentlichkeit macht Spaß, ne? Obwohl viele Menschen da sind, ist es trotzdem halt irgendwie geordnet. Alles geordnet, jeder hält sich an die Regeln so. Gehört das zum Programm oder was? Ich glaube ja. Hast du die mitbestellt? Die läuft einfach nur wilde Kuh rum. Ja, schon sehr beeindruckend. Eine der größten Buddha-Statuen der Welt. Es gibt natürlich noch größere, aber vor allem eine der größten sitzenden und vor allem komplett aus Bronze. Sehr beeindruckend natürlich auch mit dem Hügel und den Bergen drumherum. Einfach diese Aura, die hier geschaffen wird mit dieser Buddha-Statue, ist wirklich einmalig. Rafa, was ist denn dein Fazit zu dieser Buddha-Statue? Diesen Überhakenkreuz, ich verstehe das nicht. Ja, die Swastika, da denken immer noch viele, das hat nur mit dem Dritten Reich oder so zu tun, aber das ist tatsächlich seit über 10.000 Jahren das Glückssymbol des Buddhismus. Das sieht man auch viel in Japan, in Vietnam. Und das bitte nicht falsch verstehen, da waren jetzt keine Nazis am Werke, sondern das ist ganz normal hier in Asien. Es gibt wirklich so ein paar Hohlbirnen, die immer noch denken, wieso ist denn da ein Hakenkreuz? Ja, Leute, ein bisschen Geschichte muss man auch wissen. Ich befinde mich hier gerade hinterm Rücken der Statue und jetzt guck mal auf die Landschaft von hier oben runter. Wie geil ist das denn? Guck mal die ganzen Inseln da hinten. Ja, das war ich damit, ne? Hongkong, ihr habt einfach eine richtig krasse Stadt, aber einfach ein paar Minuten rausfahren, ihr habt geile Natur, das Meer, Berge. Das macht das Ganze schon echt besonders auf jeden Fall. Also man kann sicherlich auch neben der Stadt, wenn man das möchte, ein bisschen was von der Natur erleben und einfach mal rausgehen zum Wandern, an die Strände fahren. Wir fahren ja dann noch nach Peking oder fliegen nach Peking. Aber das ist schon was richtig Geiles hier, so ein bisschen Dschungelfeeling einfach drumherum. Dann auf jeden Fall auch hier den Tempel. Ne? Gerade dieser Innenhof hier vor, richtig schön gemacht in dieser Anlage mit dem Grün. Du bist ja hier der Bonsai-Experte. Mhm. Sag doch mal was zu diesen Miniaturbäumen. Das sind halt scheiße alte Bäume. Die aussehen wie groß sind, aber klein. Genau. So ungefähr, das ist die Besonderheit davon. Die sind halt schweineteuer, ne? Und du willst mir sagen, der kostet 300.000. Bestimmt, also das Ding kostet mehrere 100.000 Euro. Ja, aber dann würde er ja nicht hier so rumstehen, Rafa. Ja, klar. Oder meinst du, Chinesen würden es nicht klauen? Nee, das ist ja ein Heiligtum hier. Ich komme ja dafür dann in die chinesische Hölle. Okay, dann willst du keine Ahnung. Die sind echt schweineteuer. Also sowas, also das ist... 300.000, ja. Also willst du also sagen, teurer? 100.000 Euro, safe. Teurer als Ferrari, ja? Safe. Werdet Bonsai-Bauer. Da werdet ihr reich. Ja, die Dinger wachsen halt 30, 40 Jahre, ne? Da musst du die immer zurechtschneiden, in die Form bekommen, die du haben möchtest. Ja. Wenn die dann dementsprechend aussehen, kannst du die teuer verkaufen. Wie wär's, wenn wir mit einem Bonsai-Business starten? Einfach ein paar Bäume streicheln und reich werden. Einmal ganz kurz zeige ich euch das. Wow. Ja, wir laufen jetzt hier noch in den Weisheitspfad rein. Davon kann der Raphael besonders viel gebrauchen, deswegen läuft er mir schnell voraus. Es sieht so ein bisschen aus wie Stonehenge. Ein bisschen schon. Nur aus Holz. Und hinter uns ist noch so ein Berg und Rafa kam gerade die Idee, da vielleicht noch hochzulaufen. Da haben wir doch ein bisschen Kuchen heute Abend verdient. Aber sieht ganz geil aus hier. Kann man auch noch machen. Wo der Buddha ist, wie so eine kleine Parkanlage auch eingerichtet, alles. Mehrere Stationen. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Foto wert hier, ne? Mit diesen Holzsäulen. Sieht ganz geil aus. Ja, haben wir ein bisschen was erlebt. Ja? Zurückfahren wir mit dem Bus. Kostet umgerechnet 2,30 Euro. Also hier kannst du noch für 2 Euro wirklich eine lange Busfahrt machen. Das ist krass, in Deutschland kriegst du für 2 Euro gar nichts mehr, oder? Kriegst du eine Busfahrt für 2 Euro in Deutschland? Glaube ich nicht. Das ist schon krass günstig auf jeden Fall. Also auch gerade U-Bahn fahren, Bus fahren, so, also öffentliche Verkehrsmittel deutlich günstiger auf jeden Fall als in Deutschland. Ne? Und es funktioniert. Und ist pünktlich und ist sauber. Sauber. Stinkt nicht. Stinkt nicht. Sehr gut bewertet der Laden. Funny. Rafa ist ausgefallen, mir geht es nicht so gut. Und den Bruder auch noch nicht. Und den spielen wir alleine jetzt in der Rockhaus rein. Das ist gleich übel aus. Heute Abend gibt es hier richtig geil bewertet. Ganz klassisch, einfach so Beef-Nudels und so Rantan und Meatballs. Das gönne ich mir ganz alleine hier in diesem Laden als einziger Europäer. Letzte Entscheidung hierher zu kommen. Dann haben wir noch Rantan drin. Die mal. Boah. So, jetzt seid ihr auch mit Oktopus. Nee,
Okay, ich bin noch nicht. Ich hab Laden. Also der wurde definitiv mehrmals irgendwie ausgezeichnet mit irgendwelchen Michelin-Dingern. Was auch immer, ich kenne mich da nicht aus, aber er sieht gut aus und macht Eindruck, der Laden ist voll. War super lecker für 2 Suppen nur 10 Euro, ganz einfach. Also hier hast du wirklich viel Auswahl. Ihr könnt auch hier, guck mal, Pizza essen, Burger. Hier gibt's auch nicht nur Kantonesisch oder Chinesisch, sondern ihr könnt euch hier durch die ganze Welt fressen. Das ist sehr international. Aber ich bin immer ein Fan davon, ob das jetzt in Hongkong ist, Vietnam oder sonst wo im Urlaub, das eine Heimische zu essen, weil das einfach viel geiler ist. Natürlich gibt es immer so ein paar Sachen, die man vielleicht nicht mag, wenn man das nicht kennt. Aber ich finde einfach diesen Style von diesem asiatischen Essen, vor allem auch in Hongkong, geil. Guckt mal diese kleinen Lädchen, wo die hier ihre Süppchen in der Ecke essen. Aber hey, guckt euch das mal an, das ist ein Restaurant, Leute. So würde ein Deutscher kein Restaurant aussehen. Und das ist das, was es hier auch wieder ausmacht in Hongkong. Dieses Streetfood, diese kleinen Lädchen, wo ihr Sachen bekommt, die ihr so, auch manchmal ganz einfach wie die Suppe gerade in Deutschland wahrscheinlich nicht bekommt, für einen guten Preis. Und da schmeckt das auch ausgezeichnet. Meine Empfehlung, einfach Handgepäck. Viel praktischer, Leute. Ihr habt nur einen kleinen Koffer dabei, nur einen Rucksack und könnt einfach nach 3-4 Tagen waschen und habt dann wieder als Fisch. Wir fliegen ja hier noch nach Peking und das Ganze mit einem großen Ausgabegepäck wäre mega umständlich. Deswegen einfach eine halbe Stunde abends waschen, kein Stress. Viel geiler, wenn ihr unterwegs seid. So, Rafa hat offiziell die Affenpocken auf jeden Fall. Alter, ey. Bist du wieder fit? Ich will's hoffen. Wir gucken mal, ne? Guck mal hier. Das Zimmer, was wir jetzt zusammen haben, wir haben ja jetzt hier die letzten Tage in Hongkong 1 zu 2. Morgen geht's dann nach Peking. Ey, wie geil, oder? Diese ganzen Wohnhäuser. Jetzt geht's rüber mit der Fähre. Ich bin damit noch nicht gefahren, das machen wir jetzt zum ersten Mal. Aber ich kann euch sagen, das wird bestimmt ein geiles Erlebnis. Allein mit der Skyline im Rücken dann. 30 Cent? 30 Cent. Das ist ein Witz. Mit 30 Cent in der Fähre fahren hier. Boah, geil. Das ist nach vorne. Ich bin echt sprachlos, Leute. Das ist geil. 30 Cent für so eine Fahrt. Macht es auf jeden Fall. Wir fahren jetzt rüber nach Kowloon, wie gesagt, zum Bruce Lee Memorial. Und das ist geil, Alter. Man kriegt davon nicht genug. Das ist absolut geil hier. Ohne Witz, also die Stadt. Die tut es mir immer mehr an, ganz ehrlich. Es ist einfach schon geil, was man hier alles erleben kann, sehen kann. Schau mal, da haben wir ihn. Ich glaube, von vielen Kampfsportlern sicher nicht, ne? Ich habe früher ehrlich gesagt, muss ich mir eingestehen, nicht alle Filme gesehen. Aber du bist aber eher der Fan davon, ne? Du hast das früher alles gesehen, Bruce Lee, ne? Aber heute guckst du es immer noch mal an, ne? Hin und wieder, ja. Ist schon geil. Aber er ist ja Amerikaner, aber hatte, glaube ich, auch ein großes Wirken hier in Hongkong. Und die Statue natürlich so direkt vor der Skyline. Ist schon episch hier auf jeden Fall, muss man sagen. Sieht ganz geil aus. Sollte man sich auf jeden Fall mal geben, wenn ihr in Hongkong seid. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.